Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Mosaic Bundle von Samsilla. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mosaic von Samsilla, das Ganze am 20. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Wie wir sehen können, besteht dieses Bundle aus zwei Teilen. Und zwar haben wir einmal die EP und zum zweiten ein Poster. Wir starten immer mit dem Album, in diesem Fall mit der EP an sich. So sieht das aus. In einem Jewel Case kommt das Ganze. Das Cover ist hier in weiß gehalten. Und dann haben wir hier in der Mitte den Interpreten abgebildet. Samsilla, lesen wir auch hier rechts, darunter der Titel der EP Mosaic, und passend zu diesem Titel haben wir dann hier auch ein Mosaik. Also wir haben hier Samsilla im Gesicht, so diverse Steinchen eines Mosaiks, wie man es kennt, und darunter dann auch, allerdings ist das darunter dann etwas speziell, denn der Oberkörper hier, so ja, bis zum Halsbereich, ist zusammengesetzt aus Fotos. Bedeutet, wir haben hier zwar eingefärbt in diversen Farben, aber wir haben hier sehr, sehr viele Fotos, die hier aus der Community von Samsilla eingesendet wurden. Dazu gab es auch damals einen Aufruf und haben scheinbar einige dem Ganzen hier dann sich angesprochen gefühlt, haben da mitgemacht und haben dann entsprechend Fotos eingeschickt. Jawohl, schöne Sache. Hier auf der Seite ist das Ganze auch noch mit Fotos gestaltet. Auf der Seite lesen wir Samsilla Mosaic. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, die hier noch verdeckt ist von diesem Sticker. Okay, also wir haben hier einen Barcode drauf. Wir lesen hier die Tracklist. Wir haben 9 Stück an der Zahl und wir haben Features. Und zwar haben wir 5 Features. Wir haben Features von Latif, Cega, Benny Chan oder Benny Khan und Steve Jackson. Okay, also ich muss ehrlich sagen, die Features sagen jetzt nicht allzu viel. Sorry, falls ich da wen falsch ausgesprochen habe. Das Ganze ist hier erschienen über Aryuna, das ist das Label. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes werden wir mal das Booklet hier rausholen. Jawohl. Okay, also wir haben hier im Booklet die Infos zu den einzelnen Tracks. Bedeutet, hier können wir nochmal nachlesen, wer an den einzelnen Tracks hier mitgewirkt hat. Wer hat den Text geschrieben, wer hat den Beat produziert, beziehungsweise wer wurde gefeatured oder hat noch zusätzliche Sachen hier übernommen. Sehr schön. Und auf der Rückseite haben wir dann die Credits zum Album, plus nochmal hier so das Gesicht, so die Augenpartie von Samsilla. Sehr schön. Gut, dann kommen wir zur CD. Die ist auch in weiß gehalten. Hier lesen wir dann Samsilla Mosaic, ebenso hier, also einmal auf dem Kopf stehend, einmal regulär. In der Mitte haben wir dann das Logo von Aryuna. So sieht die CD aus. Und dahinter kommt dann wieder das Mosaik zum Vorschein. Also das, was auf dem Cover, auf seinem Oberkörper drauf ist, das haben wir jetzt hier hinten noch einmal in Nahaufnahme. Jawohl. Gut, und als weiteren Inhalt haben wir ein Poster. Und dieses sieht so aus. Wir haben ein weißes Poster. Lässt sich hier dann aufklappen. Und auch hier haben wir dann wieder das Cover. Bedeutet Samsilla hier zusammengesetzt aus diesen ganzen Fotos. Plus Mosaik im Gesicht. Darüber lesen wir dann hier noch Aryuna präsentiert Samsilla Mosaik. Ja, so sieht das aus. Das Poster ist einseitig bedruckt. Und die Rückseite ist weiß und das Poster ist im Hochformat. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Plus, wir haben hier diese Bonus-EP, die eigentliche EP im regulären Jewel Case mit 9 Tracks und 5 Features. Jawohl,
Das alles in diesem wunderbaren Bundle Mosaik von Sam Silla. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sam Silla unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.